So, hallo und herzlich willkommen, nein falsch, ja. Wir sind dabei, unsere Strecke hier, unsere prädestiniert beste Strecke, das Bestes rauszuholen. Und da stellt sich zuerst mal die Frage, welchen Triebwagen nehmen wir? Was mir sofort auffällt, die starken sind ziemlich lange. Da könnten wir vielleicht noch einen Ding. Das heißt, entweder wir nehmen eine Diesel-Lok oder wir nehmen eine Elektro-Lok. Und nicht so gut aus, aber ich brauche aber ein Power-Ross. Ich brauche das ist 160. Wäre das da? Da kommen die anderen beiden da nicht. Ja, der da. Ja, aber das ist ein Passagierding. Das heißt, wir müssen jetzt die Strecke noch elektrogeladen machen. Aufwerten. Elektro. Die Bahnhöfe sind ja schon elektronisch. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die Strecken danach richten. Das heißt, das wird unsere längste, unsere profitabelste, gleichzeitig die erste elektronische und wahrscheinlich teuerste Strecke, die wir jemals gebaut haben hier. Also wenn das kein Grund ist, in Zukunft den Gürtel enger zu schnallen, dann weiß ich es auch nicht. Ah. Okay, der erste Teil ist schon richtig elektrisiert. Sieht immer so aus, wie wenn das Signale wären. Sind sie aber gar nicht. Okay, auch in der Brücke hängt ein Signal. Da haben wir noch ein kleines Stückchen. Ne, war schon richtig. Dann ist da noch rot. Hello. Ah, wird schon passen, oder? Ne, da fehlt was. Das ist so eine Weiche, ist das, oder? Das nervt. Ich krieg's nicht. Und da. Ich glaube, das schaut nur so aus, oder? Oh, Leute. Oh. Theoretisch brauche ich eh nur eine Zufahrt, die andere. Die andere brauche ich eigentlich gar nicht. Nein. Oberleitung, ja. Jetzt muss ich aber nochmal die Linie herholen, ob die eh noch passt. Hauptader. Jo, sieht gut aus. Scheint noch zu funktionieren. Gut. Let's the party started. Mit diesem Teil. 8 Mille kostet mich das eine. So. Wir brauchen auf jeden Fall immens viele Güter. Und das heißt, wir werden da mal ein bisschen herumtüfteln.
Mit 4, das heißt 72 solcher Dinger. Brauchen wir einen Kesselwagen? Nee, einen Kesselwagen brauchen wir nicht. Wir brauchen aber Holz. Dann werden wir mal da ein bisschen Holz dazu tun. Okay, der wird jetzt schon richtig lang. Weil wir brauchen nämlich das da auch noch. Kann ich das Fenster größer machen? Ne. Machen wir mal runter. Ist immer noch zu weit. So, 4, 54, 36, 39. Ja, das wäre so 2 von dem, 3 von dem. Baumstämme 39, das wäre okay. Ach so, sorry. So, wir werden dann nochmal dasselbe kaufen, jawohl. Dann dazu 1, 2, 3. Und dann dazu da fehlt noch eins. 36 jetzt fast. Jetzt haben wir zwei gleich große und haben immer noch 16 Mille. Das ist doch gut, oder? Oder nicht? Na, elektrisch. Bitteschön, bitteschön. Wo geht's los? Ich glaube, hier geht's los. Mach mal das so. Das auch so, weil vielleicht kommt da auch bald mal ein Elektrowägelchen. Und der erste Zug ist on the way, unser erster elektronischer Zug. Elektrobetriebene Lokomotive. Oh, ist das schön, hm? Ist ein bisschen länger. Aber sie bietet alles, was man braucht. Und vor allem hat sie richtig Power. Vielleicht machen wir sogar noch eine dazu. Ja, das Stahlwerk, ich komm schon. Ich bin schon am Weg. Wie schnell fährt die schon? 84. Die muss das natürlich auch auf die Bahn bringen, jetzt die 160, weil. Komm schon, gib Gas! Das sieht schlecht aus. Und 20 haben die anderen auch zusammengebracht. Oh Gott. Wie fährt er mit Handbremse? Und jetzt kommt eine neue. Oh, Lok. Wir brauchen auch eine neue Brücke. Wir fahren da 60 km/h drüber. Willst du mich verarschen?
Wir fahren ja 60 km/h rüber. Das geht ja überhaupt nicht. Das müssen wir jetzt gleich ändern. Da brauchen wir noch 3 Signale dann rüber. Aufpassen, dass ich nicht die untere da wegreiße. So. Jetzt kommt nämlich das Schlimmste. Kein Parameter, sagt er. Nee. Wir könnten hier 200 und hier 300 fahren. Wir nehmen die 300er. Und auch die 300er. Yes. Somit wird da auch nichts gebremst. Wenn schon Hightech, dann richtig Hightech. Ja, und ein Riesenloch. Oh. Die wollen mich alle veräppeln hier. Reiß weg den Blödsinn da. Oh. Wenn schon Hightech, richtig Hightech. Und dann auch wieder mit den Signals. Normalerweise auf einer Brücke würde ich nie stehen bleiben mit dem Zug, aber ja, hilft nichts. Wenn man das so hatte, dann muss man das auch so machen. So, kann weitergefahren werden. Das heißt, wir haben jetzt den Lebensmittel-Express sozusagen geschrottet, die Stahllieferungen gesplittet und ja, bessere Lokomotiven angeschafft. Ah ja, 113. Das ist. Ne, das war die da. 120, ja, das ist ja auch nichts. Also die werden wir dann nochmal kaufen kurz. 8 Mille kostet die. So, da gehen schon die Maschinen mit. Sehr schön. 36. Dann kaufen wir gleich mal. Güter. Wir haben 2 von denen. Haben wir 36 Vieh, genau. Habe ich dann. Ich habe den genommen, gell? Die 18. 36, 36. Nee, 39. Nein! Passt das jetzt nicht. Scheiße. Okay. Nein. Ihr macht mich nervös. Was soll das? Nein. Bitte zur Hauptader. Danke. Und ich habe die falschen Hänger genommen bei den anderen beiden, aber ich glaube, das lasse ich jetzt. So, wie schnell fährst du jetzt über die Brücke? 120. Das ist eine komische Zahl.
der hat da jetzt Eisen mit. Was bringt er jetzt dorthin? Dann nimmt er die Stahl mit. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt richtig gemacht haben. Bin mir da jetzt gerade gar nicht so sicher, aber wir werden es gleich rausfinden. Wenn sich das mal ein bisschen eingespült hat. Ich dachte, dass die schneller wären. Aber nee, scheint wohl doch nicht der Fall zu sein. Aber zumindest machen sie bei jedem halt Geld. Das ist ja schon mal was. Der hat ja auch schon wieder was mit, oder? Das ist eigentlich auch unter Anführungszeichen fast voll. Unter Anführungszeichen, das ist ja das. Naja, das war's schon wieder von dieser Folge. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.